Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Ich bin der Markus von Castle Media, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute darf ich euch mitnehmen durch dieses Luxuschalet hinter mir. Es steht zum Kauf für 3,2 Millionen Euro. Wird vermarktet von der Kids Emo Real Estate OG aus Kitzbühel. Dafür bekommt man 171 Quadratmeter Wohnfläche. Kellergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss. 124 Quadratmeter Gartenfläche. Und das alles jetzt noch in Kombination mit einem wirklich sensationellen Folgenfahrzeug. Ein wunderbarer, in Rot gehaltener GT3, bereitgestellt von Kids Immo. Der ist aber nicht nur zur Optik und für das Titelbild hier, sondern auch, um einfach zu zeigen, dass auch ein tiefer Sportwagen hier in diese Tiefgarage entspannt reinkommt. Es ist nämlich eine Tiefgarage, die alle drei Häuser verbindet, und zu diesem Gebäude gehören insgesamt zwei Tiefgaragenstellplätze. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal zum Haus. Dahinter könnt ihr auch schon diese drei weißen Kästen sehen. Das sind die drei Luftwärmepumpen für die drei Häuser. Wir werden mit Luftwärme beheizt, jeweils mit einer Fußbodenheizung. Die Garage ist großzügig gestaltet und wie ihr sehen könnt, das ist das Einfahrtstor, das sich natürlich automatisch öffnet und schließt, kommt aber erst nach dem Einbiegestreifen nach der Kurve hier runter. Und jeweils mit zwei Stellplätzen. Dazwischen die Säulen, alles auch schön gekennzeichnet und beleuchtet mit den Spots hier darüber. Hier hinten auch nochmal ein Kellerabteil und der Rest von den Eingängen, seht ihr drei Türen hinter euch, sind jeweils zu den Chalets. Das Chalet, was wir euch heute zeigen, ist das Chalet 3A und ist das Eckchalet, was man auch von vorne sieht. Ist eines der schönsten, hat nämlich auch die schönste Aussicht auf die Pfarrkirche in Kirchberg. Ein Zeichen dafür, dass wir wirklich in Zentrumsnähe unterwegs sind. In wenigen Minuten erreicht man alles, was man möchte, von Cafés, Restaurants oder auch mit dem Auto ist man sofort überall, wo man sich nur hinbewegen will. Aber ich würde sagen, wir starten direkt und kommen hier mal in das Kellergeschoss. Vis-à-vis vom Eingang aus der Garage befindet sich der Lift. Mit dem können wir natürlich durch das gesamte Gebäude fahren. Oder wir gehen hier ein paar Schritte weiter, dann stehen wir im Garderobenbereich. Wir haben hier zahlreiche Einbauschränke unter der Treppe positioniert. Wieder die Stilkombination, die ihr im Rest des Hauses immer wieder finden werdet. Nämlich das Eichenholz mit den schwarzen Elementen, unter anderem auch die schwarzen Schmiedeeisenelemente. Hier aber in sehr klaren, minimalistischen Linien gehalten. Ist auch irgendwo der Stil des gesamten Hauses von der Innen- und auch der Außenarchitektur. Dient hier als Geländer, aber ich würde sagen, wir gehen in den ersten Raum zu eurer Rechten. Das ist eins von den drei möglichen Schlafzimmern, in dem Fall aber als Wellness gestaltet. Mit einem Daybed, einer tollen Sauna daneben, ist eine ganz andere, als man sie normalerweise kennt. Nicht in diesem finnischen hellen Braunton, sondern alpin rustikal, ist von Beta Wellness. Und hinter euch direkt anschließend ein Bad en Suite. Tolles Feature von diesem Raum ist vor allem der Lichthof, natürlich auch toll für Wellness, um zu lüften. Es kommt nämlich hier das Licht rein, quasi den ganzen Tag, weil er nach Süden ausgerichtet ist. Wir stehen direkt unter der südlich ausgerichteten Terrasse, die wir dann oben im Erdgeschoss sehen. Daneben haben wir dann nochmal eine Garderobe, inklusive einem Weinschrank, und auch der Technikraum ist hier unter dem Garten untergebracht worden. Im Erdgeschoss angelangt stehen wir mehr oder weniger im Eingangsbereich, im Foyer. Zu eurer Linken haben wir den Aufzug und den Hauswirtschaftsraum. Und zu eurer Rechten können wir den Gang entlang schon den Eingangsbereich sehen. Wir gehen auf 60x60 großen Feinsteinfliesen und hier wechselt auch das Geländer von diesem vertikalen minimalistischen Stil auf dieses gestrickte, fast schon spinnenwebenähnliche schmiedeeiserne Geländer, das sich dann bis hoch in das Dachgeschoss zieht. Man kann auch gut sehen, wenn man hier vom Haupteingang reinkommt, ist der erste Blick das Stiegenhaus hoch bzw. die Treppe hoch und das Geländer gibt diesem gesamten Gebäude einen ganz speziellen Stil. Und den Blick, den ihr jetzt habt, das ist dann wirklich der, den man als ersten Eindruck bekommt, wenn man das Chalet betritt. Rechts von euch ist dann direkt der zweite Schlafbereich oder das erste Schlafzimmer, wenn ihr das unten mitzählt, ist dann südlich ausgerichtet und ist das einzige Schlafzimmer, das auf die Südterrasse Zugang hat und auch auf die Grasfläche draußen. Inklusive natürlich einem Bad en Suite und einer richtig schönen Detailgestaltung am Kopfteil des Bettes. Das Hauptschlafzimmer, der Master Bedroom, der ist wiederum hier zu unserer Linken. Der größte von allen, die Eichenfarbe zieht sich überall durch, ist hier ein maßgefertigtes Bett mit zwei Nachttischen, die dann fließend in dieses Wandelement übergeht. Fast schon wie ein Kunstwerk mit der indirekten Beleuchtung. Er schafft dieses schwarze Kunstelement schon mehrere Dimensionen, ein bisschen mehr Tiefe in den Raum. In dem Fall ist das Bett Richtung diesem Media Board, diesem Sideboard ausgelegt mit diesem großen Fernseher darauf, also Anschlüsse sind vorhanden.
Ist natürlich obligatorisch, wer hier mehr Raum haben möchte, könnte das auch entfernen. Hier ein Teppich hin, einen kleinen Tisch oder zwei Stühle. Dann hat man hier einen Ankleideraum für den großen Kleiderschrank, der hier auch eingepasst worden ist. Das großzügige Bad en Suite mit einer Badewanne, einer Regendusche, zwei Waschbecken und eine Toilette. Hier draußen nochmal zwei Lounge-Möbel aufgebaut, hat seinen privaten Garten alles schön angelegt. Der Nachbar hat es anders gelöst, er hat diese Wiesenfläche quasi terrassiert. Gutes Beispiel hierfür, mir blenden euch ein paar Clips ein. Ist natürlich obligatorisch, kann man auch so lösen, hat man umso mehr Terrassenfläche, wenn man das gerne hinterm Haus haben möchte. Architektonisches Feature, das vor allem hier betont wird, ist die Treppe bzw. die Stiege inklusive dem Geländer. Das prägt nämlich hier vor allem das Dachgeschoss. Wir sind im Zentrum, wir kommen hier hoch und zu eurer Rechten ist der Wohnbereich, hinter euch der Kamin und links von euch der großzügige Wohn-Essbereich. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Der Küchenbereich wird dominiert von dieser großzügigen Kücheninsel. Ist in schwarz gehalten, ist indirekt beleuchtet unter der Arbeitsplatte, in dem Fall in Kunststoff ausgefallen, mit einer Steinoptik. Das Waschbecken ist darin eingesetzt und darauf wird der geziert von einem Bartresen und zwar aus Eichenholz. Ebenso auch wieder wie die Barhocke davor, vier Stück an der Stelle. Hinter mir die Küchenzeile sowie auch hier die Geräte sind allesamt Familie, also Induktionskochfeld mit Abzug in der Mitte, gleichzeitig einen Weinkühlschrank, Kaffeemaschine, Dampfgarer, Backrohr. Von hier hat man auch den Blick auf den Esstisch, auf die große Tafel, insgesamt für 8 Personen ausgelegt. Und die Fensterfront ist nicht nur auf der Südseite, sondern auch auf der Nordseite. Beide sind identisch, sind quasi gespiegelt worden. Jeweils mit zwei großen Schiebeelementen sind alles Holz-Alu-Fenster. Darüber mit der großen Fixverglasung und der Dachstuhl greift ein ganz spezielles Element hier auf. Der ist nämlich minimalistisch gehalten. Es wird auf klare, einfache Linien gesetzt, also eher den gehobenen minimalistischen Stil und nicht das verschnörkelte. Über der Treppe befinden sich 4 Pendelleuchten, die hier diesen Bereich nochmal ausleuchten. Und dahinter der Kamin. Sitzt hier auf einem Sockel, der aus insgesamt 6 verschiedenen Balken besteht. Daneben der Wohnbereich mit 2 Couches und einem kleinen Kaffeetisch. Kann natürlich eingerichtet werden, wie man es möchte. Das ist dem Käufer oder der Käuferin natürlich freigestellt. Der Blick in dem Fall auf den großen Fernseher und dahinter hat man auch noch die Möglichkeit, den Kamin zu genießen. Und wie angesprochen, das ist jetzt die Südausrichtung wieder gespiegelt, wie auch auf der Nordseite. Also wirklich eine tolle Versorgung mit Licht durch die beiden großen Elemente, die sogar bis zum First hoch in diesen relativ tiefen Raum auch das Licht reinbringen. Und die Sonne wandelt quasi den ganzen Tag hier rund um das Chalet und man genießt von hier einen tollen Blick auf den wunderschönen Kirchturm von Kirchberg. Diese gelb-weiße Kirche mit dem 40 Meter hohen Kirchturm und dem grünen Dach hat wirklich eine ganz spezielle Optik und ist auch einzigartig für die Region. Alle Informationen zur Immobilie findet ihr unten in der Videobeschreibung und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns unbedingt einen Daumen nach oben da, schreibt uns in die Kommentare, was euch gefallen hat und was nicht, hilft uns extrem auf YouTube, dann wird auch das nächste Video euch wieder angezeigt und ihr könnt die nächste Immobilientour sehen und zwar kommenden Sonntag um 10 Uhr, es kommen spannende Sachen auf euch zu und wir freuen uns darauf, euch das wieder präsentieren zu dürfen. Bis dahin, macht es gut und Servus!